Ich bin Franzi, das ist Fabian und wir sind gerade unterwegs in Westfalen und erkunden Westfalens Unterwelten. Und hier in einem Waldstück bei Hagen suchen wir die sogenannte Blätterhöhle, denn hier wurden Knochen von Steinzeitmenschen gefunden, unter anderem die ältesten Funde des anatomisch modernen Menschen, des Homo sapiens, hier in Westfalen. Mega spannend. Aber wofür haben die Menschen damals eigentlich Höhlen aufgesucht und was haben sie uns für Spuren hinterlassen? Und gibt es hier auch Spuren des Neandertalers? Experten aus der Archäologie können uns das bestimmt beantworten. Let's go. Das ist also unsere erste Station. Hagen, südlich von Dortmund. Nach einer kurzen Suche finden wir hier im Wald die Blätterhöhle. Boah, ist die versteckt, diese Höhle. Hallo, Michael. Ja, hallo. Willkommen. Ja, wir sind an der Blätterhöhle. Zwei Fragen direkt meinerseits. Warum Blätterhöhle und wie habt ihr die gefunden? Also die Blätterhöhle hat ihren Namen von Blättern, weil als die entdeckt worden ist, da war hier alles voll mit Blattlaub halt. Und die Speleologen, die diese Höhle 1983 entdeckt haben, also die Höhlenforscher, haben halt, suchen dann immer nach Namen, die sich auch irgendwie so aus der Situation ergeben. Und die Blätter waren halt dann eben der Clou. Und es ist also Blätterhöhle genannt worden. Und was wurde dann hier gefunden? Also in der Höhle sind vor allem, das ist das Spannende an der Blätterhöhle, Menschenreste entdeckt worden. Aus zwei verschiedenen Phasen der Steinzeit. Aus der mittleren Steinzeit und aus der jüngeren Steinzeit, die mehrere tausend Jahre auseinander liegen. Und das ist das Besondere, dass wir hier also eine Vielzahl von Menschenresten haben. Kann man da schon irgendwas sehen? Da kann man was sehen. Hier diesen kleinen Unterkiefer eines Kindes. Man sieht die Milchzähne hier 2 bis 3 Jahre alt. Der ist hier im letzten Jahr 2021 nach der Flut herausgekommen aus der Höhle, weil wir haben hier Erdprofile und die sind durch die Flut leider etwas zerstört worden. Und da ist er dann quasi mit rausgefallen und da sind auch noch weitere Stücke drin. Gutes Stichwort, die würde ich mir gerne angucken. Ja, wunderbar. Der Wolfgang Heuchen geht mit dir runter und dann kannst du dir diese Sachen angucken. Gibt es denn da auch Funde vom Neandertaler? Aus der Höhle nicht, nein. Wo muss ich denn dafür hin? Dafür musst du ein paar Kilometer weiterfahren nach Herne in unser Landesmuseum, denn da sind die archäologischen Funde des Neandertalers hier aus der Region ausgestellt. Dann mache ich mich mal auf den Weg, geh du ruhig alleine in die Höhle. Mach das mal. Der Zugang zur Blätterhöhle ist beschwerlich. Fast beneide ich Fabian um seinen Ausflug ins Museum. Durch eine enge Einstiegsluke geht es hinab, vorbei an Höhlenspinnen. Grabungsleiter Wolfgang Heuschen steigt zum Glück voran und erklärt mir jede Passage. Gemeinsam zwängen wir uns durch verwinkelte Gänge und rutschen hinab in Richtung Steinzeit. Ein abenteuerlicher und mühsamer Abstieg. In 8 Metern Tiefe schlummern hier noch zahlreiche Funde, umgeben von Erde, Lehm und Stein. Das Höhlenklima liegt übrigens das ganze Jahr konstant bei 8 bis 11 Grad, sodass Funde wie Knochen hier ideal konserviert sind. Boah, das war ein ganz schön spannender Abstieg nach hier unten. Und es ist so, so eng. Wie ist das denn für euch hier zu arbeiten? Ja, das ist auf alle Fälle, besonders am Anfang, sehr gewöhnungsbedürftig, hier in einem solchen engen Raum, abgeschottet von der Außenwelt zu arbeiten, in Dunkelheit, am Eingang mit den Spinnen, auch in der Ruhe, dann hier letztendlich ja die Erdschichten dann zu untersuchen. Erdschichten sind für euch ja eine ganz relevante Sache. Ihr könnt daraus wahnsinnig viel ablesen, aber was genau eigentlich? Die Erdschichten sind für uns im Endeffekt wie ein Archiv, wie ein Buch, was wir versuchen dann Seite für Seite, Schicht für Schicht zu lesen. Man kann hier besonders an diesem Profil ablesen jetzt, dass wir Erdschichten aus 2 verschiedenen Phasen haben. Hier oben dieses krümelige Material und weiter unten haben wir eher kompakteres Material. Das sind 2 Schichten, einmal aus der Jungsteinzeit und unten dann aus der Mittelsteinzeit. Und die Funde, mit denen ihr hier dann zu tun habt, was sind das für welche? Wir haben vielfältigste Funde. Wir haben angefangen von kleinen Mäuseknochen über Holzkohlen, Steinwerkzeuge bis natürlich hin zu den bekannt gewordenen Menschenresten hier alles. Ja, wir hatten eingangs diesen Kiefer gesehen. Das muss unfassbar faszinierend sein, sowas in der Hand zu halten. Aber warum kommen diese Knochen überhaupt nach hier unten? Was haben die Menschen, die hier in den Höhlen waren, getan? Die haben ja eines ganz bestimmt nicht gemacht, gewohnt. Mhm. Dafür ist die Blätterhöhle viel zu eng. Anhand der Menschenknochen wissen wir halt, dass sie hier bestattet haben.
Und zwar einmal in der Jungsteinzeit und einmal in der Mittelsteinzeit. Wie genau wir uns das jetzt vorstellen müssen, diese Art der Bestattung, ist nicht ganz klar. Der Weg hinab ist sehr beschwerlich. Dort einen Leichnam mitzutransportieren und hier zu bestatten, wäre noch viel, viel beschwerlicher. Es gibt auch die Idee, dass es hier sogenannte Sekundärbestattungen waren, dass die Toten woanders vom Fleische gefallen sind und man ihre sterblichen Überreste dann hier in der Blätterhöhle letztendlich dann bestattet hat. Und wie legt ihr sowas jetzt frei? Wenn wir Knochen sehen oder erahnen, dann legen wir das Metallwerkzeug zur Seite, denn damit macht man Kratzer und Beschädigungen auf den Knochen. Und wir greifen dann zu Holzwerkzeugen und legen dann Stückchen für Stückchen ganz vorsichtig die Knochen frei, dass wir sie sehen und dann entsprechend auch dokumentieren können. Jetzt heißt es selber machen, auch wenn da für mich zunächst kaum etwas zu erkennen ist. Ach, krass. Doch nach und nach taucht ein vielleicht Jahrtausende alter Dachsschädel auf. Heißt, würde man den, bevor man den rausnimmt, dann fotografieren, zeichnen, einmessen. Aber jetzt ist er im Endeffekt frei. Krass. Darf ich mal anpacken? Ja. Oh. Ja, das ist ein Schädel. Zum Transport nach draußen wird der Schädel gut verpackt. Außerdem entnehmen wir noch das umgebende Sediment. Das kommt auch mit nach oben. Dort können wir beim sogenannten Schlemmen vielleicht noch mehr Knochenfragmente und andere Kleinstfunde entdecken, die so mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Und dann geht's an den Aufstieg zurück ans Tageslicht. Mit Gepäck noch mühseliger. Geschafft. Während Franzi schuftet, geht's für mich von der Blätterhöhle weiter ins Ruhrgebiet. Zum LWL-Museum für Archäologie in Herne, auf den Spuren des Neandertalers. Hier sind seine Werkzeuge und Beutereste ausgestellt. Der namensgebende Neandertaler-Fund wurde zwar im Neandertal bei Mettmann gemacht, aber auch in der Region Westfalen hat er seine Spuren hinterlassen. In der Balver Höhle zum Beispiel. Sie ist einer der wichtigsten steinzeitlichen Fundplätze in Europa, mit beachtlichen Ausmaßen. 55 Meter lang und 23 Meter breit. Hinter dem imposanten Eingangsportal entdeckten ArchäologInnen bedeutende Zeugnisse der Menschheitsgeschichte, verborgen unter Lehm und Gestein. Schon früh gab es Ausgrabungen, die umfangreichste im Jahr 1939. Neben Tierknochen und einem gewaltigen Mammutstoßzahn kamen auch zahlreiche Knochen und Steinwerkzeuge des Neandertalers zum Vorschein. Angekommen im LWL-Museum für Archäologie begebe ich mich auf seine Spuren. Dazu geht's nach unten. Nicht in eine Höhle, wohl aber in einen höhlenartigen Ausstellungsraum, der zahlreiche Funde aus Balve birgt. Dort treffe ich den Leiter der LWL-Archäologie für Westfalen, Professor Dr. Michael Rindt. Der kann mir mehr verraten. Hallo Michael. Hallo Fabian. Das sind hier also die Funde aus der Balver Höhle. In welcher Zeit bewegen wir uns? Also die Funde stammen aus der Zeit des Neandertalers, der letzten Phase des Neandertalers. Wir reden von einem Zeitraum etwa zwischen 80.000 und 40.000 vor Christi Geburt. Und welche Funde kamen jetzt aus der Höhle? Was habt ihr da gefunden? Es sind vor allen Dingen Steingeräte natürlich, die der Neandertaler bearbeitet hat, aber auch viele Knochenstücke. Und die Knochenstücke sind für uns besonders wichtig, weil sich Knochen nicht an allen Fundstellen erhalten können. Man braucht also bestimmte Lagerungs- oder Erhaltungsbedingungen, die in der Balver Höhle eben gegeben waren. Und aufgrund dieser Lagerungs- und Erhaltungsbedingungen können wir auch solche schönen Fundstücke wie beispielsweise diese knöcherne Lanzenspitze hier entdecken. Also ein Stück, das zugerichtet worden ist im oberen und unteren Bereich, geschäftet war. Also eine echte klassische Jagdwaffe des Neandertalers war. Was wurde denn dann damit gejagt? Was stand auf dem Speiseplan?
Also alle damals lebenden, kälteliebenden Tiere. Das größte ist das Mammut. Aber wir reden auch von Höhlenbären, wir reden von Höhlenhyäne, wir reden vom Höhlenlöwen. Wir wissen auch, dass andere Tiere gejagt worden sind, wie beispielsweise Rentiere oder Hirsche und Rehe. Aber so ein Mammut zu jagen alleine, das stelle ich mir sehr kompliziert vor. Wie haben die Neandertaler das gemacht? Also die Neandertaler hatten sicherlich ganz hochkomplexe Jagdstrategien entwickelt. Das heißt, man beobachtet das Wild, man versucht zu eruieren, wie man es erjagen und erlegen kann. Das heißt, man musste miteinander kommunizieren und das haben die Neandertaler offensichtlich sehr professionell getan. Und der zweite Fund, was ist das für ein Fund? Das ist eines der typischen Steingeräte aus der Balver Höhle, also messerartige Verwendung. Man konnte mit diesem Stück schneiden, man konnte beispielsweise Tiere enthäuten, ihnen das Fell über die Ohren ziehen und diese Messer Form, die man Protnik-Messer nach einem polnischen Fundort benennt, zeigt uns auch von der Verbreitung dieser Messertypen her, dass der Neandertaler schon ein Klimaflüchtling war. Denn die ältesten Funde solcher Protnik-Messer stammen aus Ost- und Mitteleuropa, allesamt etwa 70.000 Jahre alt. Danach folgte eine ausgeprägte Kaltphase und es breiteten sich große Eisschilde aus. Aus dieser Zeit gibt es keine Siedlungsspuren mehr in Mitteleuropa. Überraschenderweise tauchen aber später genau solche Keilmesser in Frankreich auf. Die sind einige tausend Jahre jünger. Möglicherweise sind unsere Neandertaler also dorthin abgewandert und haben ihre Tradition weitergegeben. Und trotzdem ist er dann ausgestorben. Was ist da passiert? Das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, dass der Homo sapiens und der Neandertaler einige Zeit sicherlich zusammengelebt haben. Es hat also den modernen Menschen schon gegeben. Der hat den Neandertaler auch gekannt. Die haben sich also auch miteinander getroffen. Sie hatten Sex miteinander. Und das führt dazu, dass wir heute noch in unserem Genbestand in Mitteleuropa etwa 2% Neandertaler-Gene in uns tragen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Das ist sehr, sehr spannend. Und ich bin auch gespannt, was Franzi in der Blätterhöhle alles so entdeckt hat. Bisher immerhin ein Dachsschädel. Mal schauen, was ich beim Schlemmen noch so entdecke. Daniel Riemschneider hilft mir dabei. So, machen wir damit. Den kippen wir hier rein. Brauchen wir noch ein bisschen. Zunächst setzen wir die Erde aus der Blätterhöhle mit Wasser an. So zerfällt sie nach und nach in feinere Bestandteile und kann auf Kleinstfunde ausgesiebt werden. Und tatsächlich lassen sich feine Feuerstein- und Knochenfragmente erkennen, die mal Teil eines größeren Werkzeugs oder Knochens waren. Eine spannende, sehr kleinteilige Arbeit. Mich interessiert aber, was noch so gefunden wurde. Darum besuche ich Wolfgang in seinem Grabungsbüro. Wolfgang! Ja, hallo Franzi. Hi. Ich war ja jetzt bei ganz vielen kleinen Funden. Und würde jetzt gerne auch noch wissen wollen, was für größere Funde habt ihr hier? Ja, wir haben diverse, auch ganz neue, alte Funde. So zum Beispiel dieser Unterkiefer, den haben wir dieses Jahr in der Blätterhöhle gefunden. Und dabei handelt es sich um einen sehr großen Unterkiefer eines Wolfes oder eines Hundes. Und genaueres wird möglicherweise erst die DNA-Untersuchung herausbringen. Wir haben schon jetzt hier an der Blätterhöhle den ältesten Hund Westfalens auch gefunden. Ah, wie cool. Aber wir haben halt nicht nur die Reste von Tieren, wir haben Steinwerkzeuge, aber auch direktere Relikte der Menschen, nämlich die Knochen der Menschen. Was kann man denn jetzt von diesem menschlichen Schädel beispielsweise ablesen? Man kann einmal Hinweise auf das Geschlecht finden. Hierbei handelt es sich einem anscheinend nach um einen Mann. Wir können Hinweise auf das Alter der Person finden, zum Beispiel, wie stark die einzelnen Teile des Schädels miteinander verwachsen sind. Daher wissen wir, dass dieser Mann so 25 bis 35 Jahre alt geworden ist. Er stammt aus der Mittelsteinzeit, ein Jäger und Sammler. Jetzt ist dieser Mensch hier beigesetzt worden. Aber warum denn in einer Höhle? Das ist der so aufwendig, da runterzukommen. Welche Geschichte dorthinter steckt, welche geistige Welt, das können wir uns nur sehr schlecht erschließen. Ein Hinweis könnten Beigaben sein. Unweit dieses mittelsteinzeitlichen Schädels fanden sich drei sehr große Schweineschädel. Und allen war gemein, dass ihnen die Eckzähne fehlten. Und die lagen so auffällig, dass man den Eindruck hatte, dass sie dort deponiert worden sind. Vielleicht im Zusammenhang mit dem Totenkult der Mittelsteinzeit.
Okay, Schweineschädel deponiert in der Höhle selber. Aber ich habe gesehen, ihr legt auch gerade Funde oben auf dem Vorplatz frei. Warum? Ganz genau. Der Vorplatz selber war auch während der Mittelsteinzeit und am Ende der Altsteinzeit besiedelt. Es waren Menschen hier. Es war ein günstiger Platz. Es war nicht eine Felswand wie heute. Es war ein Abris, ein Felsdach im Endeffekt. Wir haben Südhang, es war warm, ein Bach floss unten am Fuß des Felsen und die Jäger und Sammler sind auf ihren Streifzügen hier vorbeigekommen, haben hier Rast gemacht für kurze Zeit, haben Feuer angezündet, haben was gegessen und vor allen Dingen auch Steinwerkzeuge hinterlassen. Und daher wissen wir, dass die Jäger und Sammler ihr Jagdequipment auch ausgebessert haben. Zum Beispiel abgebrochene Pfeilspitzen ausgetauscht und ähnliches. Von etwa 10.000 bis 5.000 vor Christus nutzten die Menschen der Steinzeit den Vorplatz der Blätterhöhle also als einen vorübergehenden Rastplatz. Das verraten uns Steinwerkzeuge und Tierknochen, aber auch Feuerstellen aus Sedimentschichten verschiedener Zeiten. Die Menschen rasteten regelmäßig hier, jagten in der Umgebung und verarbeiteten ihre Beute vor der Höhle. Super umtriebig, fast wie auf so einem Campingplatz. Warum sind die Leute nicht sesshaft gewesen? Die Menschen sind im möglicherweise jahreszeitlichen Rhythmus der Jagdbeute hinterhergezogen. Sie haben die pflanzlichen Ressourcen aufgesucht und waren einfach nicht sesshaft gewesen. Die Sesshaftwerdung erfolgte erst später in der Jungsteinzeit, hier in dem Gebiet so vor 5.350 Jahren vor Christus. Das war nichts Neues, das wussten wir. Aber was wir nicht wussten, ist, dass diese Menschen parallel mit den Jägern und Sammlern im 4. Jahrtausend vor Christus gelebt haben. Und auch die sind hier in der Blätterhöhle bestattet worden. Na, bist du den Geheimnissen der Blätterhöhle auf den Grund gegangen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und man muss dazu sagen, Wohnstätte war das nicht. Definitiv mehr Grabstätte. Wie war es bei dir? Hast du die Spuren des Neandertalers im Museum gefunden? Die Spuren des Neandertalers? Ja, sein Werkzeug auf jeden Fall. Er war sehr klug, er war ein guter Jäger und wir haben sogar bis heute noch Neandertaler-DNA in uns. Geil, wusste ich gar nicht. Westfalens Unterwelten bergen also so einige Geheimnisse, die die Archäologinnen und Archäologen für uns lüften. Und damit lernen wir auch mehr über unsere Ursprünge, über das Klima und die Entwicklung des Menschen.